kleine Info, die ich euch vergessen habe zu geben. Am 8. Juni kommt der erste Teil des 1.17 Updates raus. Freut euch darauf. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung. Wir befinden uns im 1.17 Pre-Release 2. Es ist Montag und ja, der kam heute raus. Wie gesagt, in der letzten Vorstellung, die kommen jetzt nicht mehr mittwochs raus, sondern einfach random. Und heute ist so ein Tag. Und heute wurde eigentlich nur Bugs gefixt, aber die stelle ich einfach mal kurz vor. Lichtblöcke unter Wasser hatten nie Smooth Lightning und das schon seit Version 14W34B, also seit 2014, seit Mitte 2014. Jetzt wurde das geändert, so sah es früher aus, jetzt sieht es wieder so aus. Pfeile, die in Bambus oder Pointed Dripstone geschossen wurden, sind nicht despawned, das werden sie jetzt. Smooth Lightning hat sich außerdem bei Tinted Glass komisch verhalten. Tut es jetzt nicht mehr, hier sehen wir, das Lichtlevel geht hier nur noch außen rum und hier in der Mitte ist keins. Außerdem war die Flowering Azalea Leaf ID komisch. Jetzt heißt Flowering-Azalea-Leaves. Vorher hieß es Azalea-Leaves-Flowers. Das Spiel ist eingefroren, wenn man einen Fireball gespawnt hat, der eine riesige Explosion Power hat, weil das nicht begrenzt war. Wir können das jetzt hier mal ausprobieren und in den Boden hauen. Das passiert jetzt nicht mehr. Jetzt macht er einfach gar nichts mehr. Beim Glowing-Effekt sollten eigentlich nur die Outlines von Mobs glowen. Bei zum Beispiel Strays oder sowas war das aber anders. Dort haben irgendwie alle möglichen Sachen geglowt und nicht nur deren Outline. Wir geben einfach mit diesem Stray hier vorne jetzt einen Glowing-Effekt, gehen runter und wir sehen nur noch seine Outline glowt. TNT, das angezündet wurde, also Prime TNT, konnte mit Knockback-Schwertern weggepusht werden. Geht jetzt nicht mehr. Sowohl Slimes als auch Magma-Cubes haben nichts mit dem Spieler gemacht. Das machen sie jetzt wieder, wie wir hier sehen. Der kommt zu uns und sie greifen es an. Im Souls and Valley konnten diese Fossile hier über der Bedrock-Decke generieren und sie sogar zerstören. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Im letzten Pre-Release kam mir das Feature, dass wir mit einem Glowing Sack Schilder erleuchten lassen können. Hat man die aber von der Seite angeguckt, dann war der Text nicht mehr lesbar. Jetzt ist er einigermaßen lesbar, so wie man ihn halt anschaut gerade. Davor ist er aber entweder komplett verschwunden oder man hat nur die Outline gesehen. Im F3-Menü stand bei der CPU immer Unknown im letzten Pre-Release, das ist jetzt nicht mehr so. Außerdem hat der /debug-start-Command nicht funktioniert. Dort muss man den nämlich manuell stoppen und er hat nicht automatisch gestoppt. Liebe Menschen, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Snapshot-Vorstellung oder irgendeinem anderen Video. Bis zum nächsten Mal und bye!